Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu Ancestors Legacy. Schön, dass ihr da seid. Boah, allgegenwärtig wie immer. Ich habe eben gerade nochmal aufgenommen und was war? Es war ein Update. Ich habe gerade nochmal von vorne angefangen, aber Gott sei Dank war die Mission ja jetzt. Ja, noch nicht so weit gespielt. Also von daher will ich jetzt mal nicht zu sehr jammern. Ich muss jetzt mich hier gerade nochmal zurechtfinden. Was hier da so kommt und was so nicht. So, wenn die hier Rüstung erhalten, ist schon mal ganz in Ordnung. Ich habe hier quasi, ja, drei Verteidigungsparts, ne? Na denn. So, ich hätte zumindest gerne mal eine Schießanlage, glaube ich. Beziehungsweise, ich gehe mal direkt in die zweite Technologiestufe. Und hol mir eine Schießanlage. Und ich denke, wir können wahrscheinlich direkt, ja, uns das erste Dorf holen. Ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz. Und wenn wir Ressourcen, können die verkehrt sein. Bogenschützen müssen sich mal so ein bisschen das verkneifen quasi. Und da so. Also ich werde von hinten irgendwo beschossen, das ist natürlich auch sehr interessant. Okay. Dann drauf da. Ja, komm. So, dann dürft ihr mal kurz heilen und dann dürfen hier schon mal meine Bogenschützen sich da hinten das Dörfchen holen. Deshalb wo die hier heilen. No. Stand ready. Na komm. Line it up, man. Slider already. Ne, 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 ne. So machen wir das mal nett. So. Immer schon da drauf. Aufgestiegen, dann gehen wir auch mal in die Offensive. Mag den offensiven Part halt. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Angriff ist halt die beste Verteidigung. Da können wir von vorne anfangen. Dann würde ich sagen, geht ihr mal vorne mit angreifen da. Und die beschützen wir meine Bogenschützen. Ich brauch sowieso eigentlich, naja gut, eine Kaserne wäre es erstmal wichtiger, dass ich überhaupt Nachschub machen kann. Beziehungsweise so ein Häuschen wäre halt schön, ne? One more village before we can rest. Das wird gut Holz geben hier gleich. So. Ach, da, guck mal, da liegt ja auch noch genug rum hier. Das ist doch sehr gut. Jawohl.
So machen wir das. Dann können wir definitiv erstmal zwei Hütten hier machen. Da Kampfausbildung. Okay. Na gut, davon mal abgesehen, dass ich da generell eine Kirche für bräuchte. So, dann haben wir das ausgebaut und dann würde ich sagen, holen wir uns gleich das nächste noch. Ich bin mal sehr gespannt, wie oft ich jetzt diesen kleinen beiden Dörfern da wieder hinterher rennen darf. Da oben will ich hin. Da oben will ich hin. Pick up your bones, man! Man, to arms! Jawohl, Truff da! Komm! Komm, ist der eine da, jetzt kannst du mal schnell umfallen da. Okay. Wunderbar. So, dann können wir die Arme durchheilen. Häusle ist gebaut. Ich möchte aber zumindest erstmal noch hier ein Haus. Weil mich mal interessiert so ein bisschen, wo ich hier diese brauche ich die Türme wahrscheinlich hier oben irgendwo hin oder was? Oh. Na gut. Oh, da ist noch Eisen. Warum heilst du nicht? Toll. Aha, jetzt halt er. Okay, dauert nur ein bisschen länger, naja gut. Das ist auch nicht so dramatisch. Hm. Bin mal gespannt, wo der diese komischen Türme hinbaut. Hm. Also ich sehe die halt auch gerade nicht, ne? Naja, will sie gerade auch nicht bauen, oder was? Auch sehr interessant. Okay. Naja gut, dann nehmen wir, würde ich sagen, die nächste Technologiestufe. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Schmiede bauen? Hm. Na egal. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal die Ressourcen und dann denke ich, wird es schon. Schön hier durch die wunderbare Sumpflandschaft. So, ein paar Dämmer aus dem Sumpf jetzt hier oben raus, damit das alles ein bisschen schneller geht. Aha. Der schreit ja schon nach der Glocke. Jawohl. Immer schön Druck da. Hold them in check. Right. Fight.
So, sehr gut. So. Wir schon mal heilen hier. Ich weiß, es geht normalerweise alles ein bisschen schneller, aber... Ideal, würde ich sagen. Die Langbogenschützen bin ich mal sehr gespannt. Aber das sind ja wahrscheinlich eh nur die normalen. So, da können wir mal ein bisschen Forschung betreiben hier. Das ist ja schon mal sehr schön. So. Dann holen wir uns das Dörfchen. Und ich würde sagen, ihr holt euch die Rüstung. Da habe ich, glaube ich, mehr davon. Finally, done with Godwin's thugs. Bin jetzt mal gespannt, was hier jetzt getriggert wird. Now we need a blacksmith. It's the first thing we need to start producing catapults. Us girls, we're jumper now! Each catapult needs to be taken to this point. I saw a couple enemy catapults left out in the field. We could grab those. Okay. Prinzipiell erstmal hier ausbauen und dann hier mit denen erstmal zurück. Und wie nehme ich die jetzt an? Ah, ich darf zumindest eine Schmiede bauen. Das ist ja schon mal schön. Gut. Ich würde mal eine andere Frage, warum baut er das jetzt nicht? Aha. Okay, vielleicht hätte ich dann deswegen auch die Türme einfach mal hätte stehen lassen sollen oder so, keine Ahnung. So. Wie nehme ich die Dinger jetzt an? So eine Ahnung, dass ich da wahrscheinlich jetzt Einheiten abtrete, oder? Das wäre ja eigentlich so die logische Konsequenz daraus. Darf ich davon immer noch eins übernehmen, oder was? Größere Bedenken, dass ich da jetzt wahrscheinlich am Ende noch angegriffen werde. Deswegen laufe ich da jetzt erstmal mit. Oh ja. Als hätte ich es geahnt, ne? Zumindest mal, dass es eine Katapulte jetzt ohne Probleme durchkommt.
Okay. Jetzt komm endlich voll um da. Dann verkrümmelt ihr euch mal dahin, einmal durchheilen und dann geht's ja gleich an die nächsten. Verteidigung gegen Fernangriffe und Geschwindigkeit der Speerwachen. Die Speerwachen habe ich ja aktuell nicht. Das heißt, die Feuerrate und den Angriff erhöhen wir mal. Und ansonsten können wir schon mal einen Katapult bauen. Was sind die denn jetzt eigentlich geheilt alle? Behold! Our scout is coming! Finally, some news on enemy position. I saw Godwin's troops headed this way. Get ready! They should get here by nighttime. There are three possible directions they can attack us from. I will light some fires on their way. We will know when they reach us. Oh, ich würde ja wahrscheinlich mal sagen, von überall, ne? Ist ja eigentlich weniger. So, das bedeutet für mich, ja, ich bräuchte eigentlich Einheiten jetzt. Also beziehungsweise ich mach das jetzt mal so. Okay. Das machen wir doch so. So, dann hätte ich ganz gerne Schildkämpfer. Dann haben wir die erste Grube da. Dann nehmen wir hier die zweite. Das muss ja schlussendlich wehtun, wenn sie da durchkommen. Sagen wir es mal so, es sollte wehtun, wenn sie da durchkommen. So. Ganz gerne einmal Bogenschützen da dabei. So, geht auf die Feuerstelle anzünden hier. Ja.
Onward! I'm here! This way! Let's go! So. On our way! Let's build it here! So machen wir das hier. Die bleiben hier davor stehen. Godwin's scum should not ambush us anymore. Ich denke, ich sollte das so ganz gut funktionieren eigentlich. Hoffe ich zumindest mal. Zumindest, dass die ganzen Einheiten hier nachziehen können. Also das ist zumindest gerade mein Gedankengang. So. Das ist zumindest meine Hoffnung. So, kommt ihr nach hier unten. Ihr dürft schon mal dahin. Dann hoffe ich mal, dass sie zumindest sich da so ein bisschen verkrümmeln. So. Haben wir hier noch so? Die Bewegungsgeschwindigkeit mal noch erhöhen, das ist natürlich auch ein sehr guter Ansatz. Two arms, brothers! The enemy is upon us! Oh, würde ich ja mal sagen, genau richtig. They are attacking us! Wilbur, no time to waste. Shoot arrows! Over there! Bumbos! So, die da schon mal weg sind, das ist schon mal sehr gut. So, truff da! Das Problem ist, dass ich es jetzt im Hintergrund noch nicht sehe. Na egal. Immerhin haben wir sie uns geholt. Okay. Das nächste Mal werden sie oben rechts angreifen. Alter. Los da mit euch, ey. So. Immer erstmal auf die Bogenschützen am Hintergrund. Da muss es nämlich wehtun. Beziehungsweise, das sollte es wehtun. Okay. Ich würde sagen, ich hoffe, das ist soweit ganz gut gelaufen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen haarig hier. Na gut, Leute. Ich würde sagen, ich hoffe, dass der Spielchen jetzt nicht wieder zerstört wird, weil ich jetzt wieder nur eine Folge aufnehmen konnte. Aber ich denke, das wird schon werden. Und ja. Die geben sich ja echt Mühe hier. Jetzt gerade hart auf den Sack zu gehen. Jetzt kommt die von der anderen Seite auch noch. Das ist ja schön. Bin ich echt froh, dass ich gerade diese Fallen dahingestellt habe.
Aber naja, gut. Was ich jetzt mal ausprobieren will, ist, ob die da einfach so da verkrümmeln kann. Nicht sicher, so Schildträger sind unheimlich effektiv anscheinend, so ein Lager sich zu holen. Na ja, gut. Gut, dann wackeln wir da mal hoch und holen uns das gleich wieder. Na gut, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Wenn ihr so ist, lasst mir einen Daumen oben da. Ich freue mich drüber. Wenn ihr natürlich weiter bei dem Projekt mit dran bleibt. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss.